Kein Fußballspieler der Welt würde auf die Idee kommen, in Gummistiefeln oder Sandalen zu spielen. Logisch, die Besohlung muss passen. Das gilt auch für Autos. Die Kontaktfläche zwischen Fahrbahn und dem Auto, das sind die Reifen. Und die müssen optimal sein, um auf alle Straßenbedingungen vorbereitet zu sein. Aber Elektroautos sind in einigen Dingen doch anders als Verbrenner. Gilt das dann auch für die Reifen? Wie ihr den perfekten Reifen für euer Elektroauto findet, darüber sprechen wir heute hier bei Unter Strom. Vielleicht habt ihr auch schon mal Werbung für Autoreifen gesehen, die speziell für E-Autos gemacht sind. Und euch dann die Frage gestellt, brauchen E-Autos wirklich andere Reifen als Verbrenner? Die Frage ist berechtigt, denn es gibt doch einige Unterschiede. Elektroautos sind zum Beispiel schwerer und haben auch ein höheres Drehmoment. Und genau deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt einmal an. Hallo Matthias. Hallo Marie. Hier kennt man sich ja offensichtlich bestens mit Reifen aus, oder? Genau so ist es. Hier beim ADAC-Reifentest werden mittlerweile schon seit 50 Jahren Reifen auf ihre Eigenschaften bei verschiedenen Witterungsbedingungen und Fahrsituationen getestet. Getestet wird auf trockener und auf nasser Straße und bei Winter- und Ganzjahresreifen schaut man sich natürlich an, wie diese sich bei Schnee und Glatteis verhalten. Das Kapitel Fahrsicherheit macht 70% der Bewertung aus. Aber um im Test zu überzeugen, reicht es nicht aus, wenn nur das Fahrverhalten und die Sicherheitsaspekte beim Bremsen und Aquaplaning top sind. Denn auch die Umweltkriterien wie Geräuschentwicklung, Energieverbrauch und Verschleiß spielen mit 30% an der Gesamtbewertung eine relevante Rolle. Und die Mindestanforderungen in den Kriterien sind tatsächlich nicht ohne. Das bedeutet aber auch für euch, dass ihr euch beim ADAC-Reifentest darauf verlassen könnt, dass Reifen mit einer guten Bewertung auch wirklich gut und zuverlässig sind. Denn nur ein in allen Eigenschaften ausgewogener Reifen erhält dann auch eine gute Gesamtnote. Ja, so ist es. Denn letztendlich nützt es wenig, wenn man einen Reifen fährt, der bei Rollwiderstand und Verschleiß super ist, aber dann bei Nässe zum Beispiel größere Schwächen zeigt. Das ist letztlich auch die Kunst des Reifenbaus, einen in allen Disziplinen ausgewogenen Reifen hinzukriegen. Welchen Reifen habt ihr denn? Und warum habt ihr euch dafür entschieden? Und seid ihr zufrieden damit? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Was sind denn jetzt aber noch konkret Unterschiede zwischen Elektroautos und Verbrennern? Dazu schauen wir uns diese einmal etwas genauer an. Elektroautos sind aufgrund ihrer Antriebsbatterie schwerer. Und dazu kommt noch, dass sie ein kräftigeres Drehmoment haben. Damit meine ich die Kraft, die das Auto beim Vorwärtsfahren und beim Beschleunigen freisetzt. Wie sieht es denn damit aus, Matthias? Ja, das höhere Gewicht macht sich bei Elektroautos dadurch bemerkbar, dass die Reifen eine höhere Traglast haben müssen. Das ist auch ein Grund, warum bei vielen Elektroautos die Räder etwas größer dimensioniert sind. Ja, und das höhere Drehmoment kann natürlich den Verschleiß erhöhen. Allerdings auch nur dann, wenn es häufiger ausgenutzt wird. Umgekehrt bedeutet das natürlich, wer zurückhaltend fährt und nicht zu stark beschleunigt, der wird auch keinen signifikanten Unterschied beim Verschleiß haben. Was die meisten Elektroautos auch haben, ist ein Eco-Fahrmodus, wo das Drehmoment reduziert ist. Und es gibt noch einen Unterschied zu Verbrennern, nämlich den Stellenwert der Reichweite. Je niedriger der Rollwiderstand ist, desto effizienter ist das Elektroauto unterwegs und desto mehr Energie wird natürlich auch gespart, was wiederum die Reichweite dann erhöht. Ja, und hier kommen wir wieder auf einen Punkt zurück, den wir vorhin schon angesprochen haben. Wenn beim Reifenbau eine Eigenschaft besonders stark optimiert wird, dann leidet meist eine andere drunter. Dann müsstet ihr euch überlegen, ob es die Reichweite wert ist, auf einem Reifen unterwegs zu sein, der vielleicht bei Nässe oder schneebedeckter Fahrbahn weniger sicher ist. Ich finde nein, und der ADAC-Reifentest sieht das genauso, denn nur ein Reifen, der in allen Disziplinen ausgewogen ist, kann hier eine gute Note erreichen. Und zwar völlig egal, ob das Auto einen E-Motor oder einen Verbrennungsmotor hat. Super, vielen Dank, Matthias. Gerne. Fazit ist also, einen speziellen Reifen für Elektrofahrzeuge gibt es nicht wirklich, auch wenn uns die Werbung gerne etwas anderes glauben lassen möchte. Ein Reifen, der bei einem Verbrenner rollwiderstandsarm und sicher zugleich ist, ist auch eine gute Wahl für ein Elektroauto. Der ADAC-Reifentest wird übrigens mit Verbrennern durchgeführt. Da die Anzahl der zugelassenen E-Fahrzeuge aber immer weiter zunimmt, könnte sich das in Zukunft auch noch ändern. Kommen wir aber jetzt zurück zur vielleicht wichtigsten Frage. Wie findet ihr jetzt den passenden Reifen für eure Anforderungen? Ganz einfach, informiert euch. Der ADAC-Reifentest kann dabei helfen und liefert transparente Ergebnisse der einzelnen Testkategorien. Die Infos findet ihr auf der Webseite des ADAC und den Link, den habe ich euch unten in die Videobeschreibung reingepackt. Dort findet ihr alles rund um den Reifentest, Reifenkauf und die Sicherheit.
Für euer E-Auto könnt ihr euch dann ganz bewusst für einen Reifen entscheiden, der in den Verbrauchseigenschaften gut abschneidet, ohne dabei in den Sicherheitskategorien zu schwächeln. Ich hoffe, wir konnten euch heute mit dieser Folge helfen. Falls ja, liked doch das Video oder abonniert unseren Kanal, um keine neue Folge mehr zu verpassen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis nächste Woche.